Es ist viel, viel einfacher. Leila reimt sich auf geiler. Da steckt viel, viel weniger dahinter, als du uns jetzt unterstellen magst. Genau, das ist ja das Problem, dass da so wenig dahinter steckt. Aber gerade weil ihr das nicht seht, das ist ja, worum es mir geht, es ist hochgradig nicht sensibilisiert. Nicht mal unsensibel, sondern nicht sensibilisiert. Fragen, hier kommt Frage Nummer 1. Leila, Olivia und Co. Ist das Verbannen von Partyschlagern völlig übertrieben? Wenn ihr sagt, ja, auf jeden Fall, dann bitte aufs grüne Feld gehen. Und wenn ihr sagt, nee, das könnten wir ruhig öfter machen, dann bitte aufs gelbe Feld. Und bitte. Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir schon mal, wo ihr steht, aber wo steht ihr eigentlich? Am Ballermann-Hit Leila kam ja an diesem Sommer fast niemand vorbei, wochenlang in den deutschen Charts und Auslöser einer großen Sexismus- und Kunstfreiheitsdebatte. Mal wieder. Jetzt könnte man natürlich legitimerweise sagen, lasst doch bitte diese leidige Diskussion da, wo sie war, nämlich tief drin im Sommerloch. Oder man diskutiert mal allgemein über den Schlager und zwar so, dass man fürs nächste Mal auch was dazulernt. Es geht ja immer wieder um die Frage, auch heute wieder, warum tickt die Gegenseite so, wie sie tickt und nicht so wie ich? Und wie können wir vielleicht versuchen, diese beiden Gruppen zusammenzubringen? Gibt es vielleicht eine Art Kompromiss? Und wenn ja, wie sieht er aus? Das werden wir am Ende dieser Folge herausfinden. Jetzt erstmal die Frage an euch, wo würdet ihr euch hinstellen? Auf grün? Das ist total übertrieben, ist doch nur Schlager? Oder sagt ihr auf gelb? Nee, da gibt es schon Themen, die wir mal diskutieren müssten. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. 13 Fragen. Hier kommt Frage Nummer 2 und die geht an Dominik. Du bist ja nun als Produzent auch des Songs Leila nicht ganz unbeteiligt an der Debatte, die wir jetzt schon viele, viele Wochen geführt haben. Und du hast, nachdem einige Volksfeste gesagt haben, wir wollen den Song nicht spielen, habt ihr eine Petition gestartet, nämlich Free Leila. Warum habt ihr das gemacht? Um noch mehr Dampf in die Debatte zu bringen? Nein, weil wir den Eindruck hatten, dass es viele Menschen im Netz gibt, auf den sozialen Medienplattformen, die unserer Meinung waren oder die uns dabei unterstützen wollten. Wir wollten das halt kanalisieren, wollten es bündeln in einer Petition, um dem Ganzen halt Nachdruck zu verleihen, dass es eben ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, wozu sie feiern, tanzen und so weiter, Musik hören halt wollen. Ich finde den Text von Leila nicht sexistisch, weil dort eine Frau besungen wird, die eben schöner, jünger, geiler ist. Das findet man in Dutzenden von Songs quer durch alle Genres in Deutschland, Europa und der Welt. Jetzt gibt es die Gegenseite, nämlich Konstantin. Du bist ja nicht in der Verwaltung, aber du bist Stadtrat in Würzburg. Da ging das Ganze los. Und du hast der Verwaltung den Rücken gestärkt, als sie gesagt haben, wir wollen das Lied bitte nicht gespielt haben. Warum? Genau, weil wir letztendlich zum einen dafür stehen, dass es einen privatrechtlichen Vertrag gibt zwischen der Stadt, die dieses Volksfest veranstaltet hat, und denjenigen, die die Festzelte betreiben. Und das ist einfach das gute Recht als Veranstalter zu sagen, das wollen wir hören oder das wollen wir nicht hören. Und das war die ganz klare Aussage, wir wollen keine rassistischen Lieder, wir wollen keine sexistischen Lieder. Und man hat eben letztendlich geprüft, ist Leila ein sexistisches Lied? Die Antwort war ja und entsprechend hat man sich darauf geeinigt, dieses Lied nicht zu spielen. In dem Lied wird eine Frau letztendlich auf ihr Aussehen, auf ihr Geschlecht und auch auf ihr Alter reduziert. Und das normalisiert im Grunde den Alltagssexismus, den viele, viele Frauen in Deutschland auch erleben. Könnt ihr nachvollziehen? Warum nicht? Easy? Für mich hat das ganz viel mit der Freiheit von Kunst zu tun. Man kann sagen, was man möchte, man hat eine Meinungsfreiheit, man kann singen, was man möchte und aufschreiben und zu Papier bringen, was man eben möchte, was man fühlt. Für mich ist es schöner, jünger, geiler, nicht mal eine Beleidigung, wenn ich es mal so aus meiner Perspektive sagen darf. Für mich ist es eher ein Kompliment. Schöner, jünger, geiler sind für mich keine Beleidigung oder sexistischen Äußerungen. Die Sexismusdebatte macht für mich irgendwie gar keinen Sinn, weil das bei Leila meiner Meinung nach überhaupt gar nicht zum Tragen kommt. Leila ist ein lustiger Song mit einem Augenzwinkern. Wenn man das Lied nicht mag, muss man es sich ja nicht anhören. Und wenn wir da mal weitergucken, was wir alles für Lieder haben, auch aus der Vergangenheit, auch seriöser Schlager, wo man alles hinterfragen kann und zweideutig und doppeldeutig sehen kann, dann haben wir bald keine Musik mehr. Suki, ist anderer Meinung, du bist nach hinten gelaufen, obwohl du schon hinten stehst. Warum?
Ja, also das ist ja schön, wenn du das persönlich nicht als Beleidigung empfindest. Du jetzt bist du auch nicht von bestimmten Formen, speziellen Formen von Sexismus betroffen. Niemand wird hingehen und dich als hässlich bezeichnen, dich als fett bezeichnen, dich mit Frauen vergleichen, die schöner, jünger und geiler sind, weil du hast ja in deiner Inszenierung, wenn ich dich so wahrnehme, entsprichst du ja einem bestimmten Bild. Das heißt, du bist fein raus aus der Kiste. So. Auf andere Leute, sich von anderen Leuten an der Stelle zu entsolidarisieren, finde ich ein bisschen kurz. Und zu sagen, naja, aber wenn sich immer bei alle alles beschwert, wären, dann haben wir am Ende gar nichts mehr. Wir haben keine Kultur mehr. Aber das ist ja nicht der Fall. Also niemand hat irgendwas final verboten, keine Berufsverbote. Es wurden nicht ganze Songs oder Alben oder Werke oder ganze Genres indiziert. Es wurde nur interveniert und wurde gesagt, liebe Leute, wir machen hier mal eine kurze Unterbrechung und gucken noch mal genau drauf. Ich bin da, um zu sensibilisieren und zu sagen, ey, mir geht es nicht darum, euch irgendwie scheiße zu finden. Mir geht es darum, euch mitzuteilen, dass das größer gedacht werden kann, dass Kultur grundsätzlich größer gedacht werden kann, als nur geil, rock doch. Das ist doch ganz interessant, wir haben eine Juristin hier, Nathalie. Das ist ja, ich habe von Verbannen gesprochen, denn de facto wurde der Song ja nicht verboten, er steht nicht auf einem Index, das heißt, es gibt kein Gesetz gegen den Song. Ist das juristisch alles einwandfrei gewesen aus deiner Sicht? Juristisch ist natürlich, was Konstantin sagt, nicht ganz falsch. Wenn man privat eine Party veranstaltet, kann man sich selber aussuchen, was spiele ich nicht. Möchte ich ein Klassikkonzert geben oder vielleicht Volksmusik? Das ist jedem freigelassen, auch einer Stadt. Das, denke ich, stößt auch niemanden an. Das Problem ist vielmehr, dass es hier um Kunstfreiheit geht. Und Kunst muss ja gar nicht jedem gefallen. Kunst muss ja anecken, soll anecken. Und ich denke, was da teilweise übersehen wird, ist, dass Kunst ja ganz häufig auch obszön sein kann. Wenn ich ins Museum gehe, mir alte Meister angucke, wenn ich an Michelangelos David denke, der da völlig entblößt dasteht, kann man auch sagen, ich fühle mich davon als Mann, der vielleicht nicht perfekt gebaut ist, auch angegriffen. Nichtsdestotrotz sind alle froh und glücklich, dass es diesen David als Teil der Kunst gibt. Kunst muss nicht gefallen, musste sie noch nie, sondern es soll Debatten anregen. Und da sieht man eigentlich an dem Song Laila ganz fantastisch, wie Kunst das auch kann. Egal, ob sie im Museum hängt, in Radios gespielt wird oder sonst wo. Marina, überzeugt dich das? Nicht so ganz. Also ich finde, es bringt nichts, zum Beispiel Kunst aus anderen Epochen zu skandalisieren. Aber es ist unsere Entscheidung, welche Kunst wir heute machen, insbesondere bei Musik. Und es ist auch unsere Entscheidung, wenn wir sagen, wir möchten, dass Musik in einem speziellen Raum stattfindet und in einem anderen Raum nicht. Das kommt mir persönlich bei der Debatte immer so ein bisschen zu kurz. Die Frage nach, in welchem Raum findet welche Musik statt und finden das die Leute, die diesen Raum bestimmen, in Ordnung oder nicht? Das da komme ich gleich zu dir. Es ist ganz interessant, dass du nach vorne gegangen bist, aber vielleicht kannst du noch kurz erklären, was meinst du mit Raum? Also es geht darum, höre ich die Musik im öffentlichen Raum, so für alle und spreche dann darüber, ob das für mich okay ist oder nicht, oder höre ich die Musik privat und da gelten völlig andere Regeln. An Laila ist sexistisch, dass die Puffmama auch wieder jemanden gehört. Das heißt ja, ich habe einen Puff, also aus der Sicht des männlichen Sängers, und habe eine Puffmama, die heißt Laila. Das heißt, die gehört ja auch wieder irgendjemandem. Das heißt, es ist keine selbstbestimmte Sexarbeiterin, sondern sie ist ja bei irgendeinem Mann angestellt. Nachdem du es ein bisschen differenziert hast, könnte ich jetzt fast schon wieder ein bisschen zurückgehen. Ich bleibe jetzt trotzdem mal stehen, aus Respekt. Es ist tatsächlich so, finde ich, dass eben der Raum für mich ist der Raum Mallorca, Partyschlager, Après-Ski, wo die Leute feiern gehen. Das kann auch mal ein Volksfest sein. Und im Kontext dieser Geschichte ist es ganz normal, dass eben manchmal auch Texte mit ein bisschen anzüglichen Inhalten unterwegs sind. Und wenn ich muss trotzdem leider den Vergleich ziehen, ich kann jetzt auch wegen mir Rammstein nehmen mit dem Song Dicke Titten, der auch fast zeitgleich in den Charts war. Ich versuche mal zu zitieren zum Thema Herabwürdigung der Frau. Sie muss nicht schön sein, sie muss nicht klug sein, sie muss nicht reich sein. Dann kam irgendwas mit langen Schritten. Hauptsache oder trotzdem oder dicke Titten. Und Flair hat das Ganze dann nochmal runtergebrochen auf will keine Frauen, will Hoes, sie müssen blasen wie Pros. Entschuldigung, dass ich das jetzt so zitiere. Und das sind Dinge, die würden wir zum Beispiel nie machen. Ich will das jetzt gar nicht bagatellisieren oder gegeneinander aufwiegen, aber ich sehe da einen ganz, ganz großen Unterschied. Und ja gut, jetzt sind wir natürlich in der Kunstdebatte, ne? Ob Rammstein das so gemeint hat, wie du es gerade zitierst, das kann man ist wieder dann, die nächste Frage. Genau, der Herr Lindemann, für den ist das eben Kunst und der kann das dann halt auch so irgendwie nach außen transportieren und bei uns wird dann halt mit dem Finger auf uns gezeigt, das nennt man dann Cancel Culture. So. Das ist Quatsch. Bitte antwortet. Also finde ich interessant, dass
Finde ich interessant, dass du Rammstein, Flair und euch da miteinander in Konkurrenz setzt. So. Nö, keine Konkurrenz. Bei dem einen ist es okay, bei dem anderen ist es nicht okay. Plötzlich werden doch Grenzen erkannt, die überschritten werden. So. Und warum ist es dann nicht legitim, wenn andere Leute sagen, ey, übrigens, innerhalb der gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen Wandels, wo Antidiskriminierung eine Stimme bekommt, wo Leute die Machtachsen, die Gesellschaften durchziehen und diese Machtachsen heißen zum Beispiel Sexismus, heißen Rassismus, heißen Klassismus, Ableismus und so weiter. Mhm. Wir sind hier an einem anderen Punkt. Das habt ihr vielleicht nicht mitbekommen. Unsere Sensibilisierung sorgt dafür, dass wir genau diese Grenzen ein Stückchen verringern und dementsprechend begehren wir jetzt schon auf und sagen so nicht, wo es bei dir halt noch ein bisschen länger dauern würde. Im Prinzip ist es ja nichts anderes, nur dass du noch ein bisschen, na, sagen wir mal, härter im Nehmen bist an der Stelle. Naja, was heißt aber die Abkehr von einer bestimmten Form von, sagen wir mal, drastischem Output empfindest du ja offenbar auch. Ja, bei mir, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt meiner Kollegin da reingrätsche, ich sage Kollegin, weil du mit mir in einem Team bist, bei mir persönlich, ich kann nur von mir selber sprechen, bei mir persönlich hört Kunstfreiheit halt da auf, wo es um eine Gewaltverherrlichung geht. Jetzt haben wir das Thema mit dem Donau-Lied gehabt in Würzburg. Das war wahrscheinlich dann der Bogen. Und ich finde, dieser Bogen, der da gespannt wird, der ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Also ich finde, es gibt überhaupt keinen Vergleich zwischen einem Lied, wo es um eine Vergewaltigung geht und einem Lied, wo es eben um eine Puffmama geht. Entschuldigung. Weil also das ist interessant. Also Donau-Lied verbannen findest du okay, aber Laila-Verbannen findest du übertrieben. Richtig. Weil, und jetzt auch dann nochmal, vielleicht ist es ein bisschen zu weit gegriffen, aber ich sage es jetzt trotzdem oder versuche es in den Raum zu schmeißen. Seit 2002 ist Prostitution in Deutschland eben sozusagen legalisiert. Die Frauen haben dafür gekämpft und sind jetzt krankenversichert, zahlen Steuern und so weiter und so fort. Und die werden jetzt stigmatisiert von euch. Also ich würde gerne noch... Konstantin. Ja. Ich finde, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir da irgendwie so ein Ranking machen, mit welches ist das sexistische Musikgenre. Also ich glaube, das sollte eigentlich Konsens sein, dass wir Sexismus in jedem Musikgenre problematisieren und kritisieren. Aber jetzt dann mit Kunstfreiheit zu kommen, ist, glaube ich, an der Stelle einfach absolut falsch, weil es letztendlich eben das, was mit Kunstfreiheit gemeint wird, ist doch letztendlich einfach das Recht einzufordern, dass mein Ballermann-Hit auf jeder Playlist steht. Und das ist aber was komplett anderes. Ich würde mich auch absolut dagegen aussprechen, dieses Lied irgendwie behördlich zu indizieren. Also zu sagen, das wird verboten, darf nicht vertrieben werden. Aber das ist wirklich eine ganz andere Diskussion. Und in dem Fall würde ja auch Kunstfreiheit greifen. Aber in dem Fall, wo ich einfach als Veranstalter sage, ich habe hier auch eine Verantwortung gegenüber Familien mit Kindern, die auf dieses Volksfest gehen und will nicht, dass die mit so einem problematischen Frauenbild konfrontiert werden, ist es einfach eine andere Debatte, wo Kunstfreiheit auch juristisch nicht greift. Wobei ich jetzt, wenn ich Dominik richtig verstanden habe, ich versuche nochmal zu paraphrasieren, was du gesagt hast. Er sagt ja, klar, Vergewaltigungsfantasien in einem Liedern, die sollen nicht gespielt werden. Bei einem leicht schlüpfrigen Text über Jünger, Schöner, Geiler, da würdet ihr dann mit Kanonen auf Spatzen schießen. Kannst du das nachvollziehen, dass er sagt, da muss man schon ein bisschen differenzieren? Ich sehe es auch so, dass man differenzieren muss. Also ich glaube auch, das Donaulied ist einfach nochmal eine andere Kategorie vom Inhalt als jetzt Laila. Nichtsdestotrotz gibt es ja genug auch Stellungnahmen, zum Beispiel von Gleichstellungsbeauftragten, von MusikwissenschaftlerInnen, die sagen, auch Laila ist sexistisch. Und das muss man, glaube ich, doch anerkennen und sich dann auch fragen, was hat das für Auswirkungen? Isi, warum willst du das nicht anerkennen? Dass es Menschen gibt, die das mindestens so sehen, begründet zu sehen. Ich bin halt auch mit Schlager aufgewachsen. Joanna, du geile Sau, geboren, um Liebe zu geben, ist... Das ist in meinem Kopf drin, wie das lief halt einfach mal so nebenbei. Da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Meine Eltern nicht, während sie das gehört haben, als ich daneben gesessen habe, noch ich als kleines Kind. Und von daher komme ich gar nicht auf diese Gedanken einfach. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie man selbst aufgewachsen ist. Jeder hat da, glaube ich, seine anderen oder eigenen Grenzen. Genau, und das hat natürlich auch viel mit Sozialisierung zu tun. Ne? Wenn das für dich irgendwie gang und gäbe ist, dann ist es cool, dann kannst du damit leben, hast da eine andere Toleranzgrenze. Aber die Gesellschaft tendiert aber in weiten Fällen dahingehend zu sagen, wir lassen die Dinge einfach nicht mehr so laufen. Wir lassen Rassismus und diese Sachen nicht mehr so durchgehen. Und zu sagen, wir sorgen dafür, dass Prostitution stigmatisiert wird, ganz ehrlich, ganz entschiedenes Nein. Denn Menschenhandel, Zwangsprostitution, völlig indiskutabel. Darf kein Zentimeter passieren. Aber selbstbestimmte Sexarbeit, voll. Unbedingt. Deswegen, ich bin Fan von Laila, von der Idee, dass da eine Frau hoffentlich selbstbestimmt, obwohl es ja noch einen Besitzer gibt. Ja? So, das erzählt der Text. Und ich will mich nicht an dem Song festhalten, sondern ich will versuchen, die gesellschaftliche Erzählung, die da drin steckt. Es gibt ja Laila, ja? Als Realität in der Gesellschaft. Es gibt Frauen, die Sexarbeit machen, die auch nicht Annegret oder Sabine heißen, sondern Laila. Also ihr ruft ja auch mit dem Namen.
Nein. Ich muss da nochmal einen Schritt zurückgehen. Nee, ist doch interessant. Eigentlich geht sie gerade auf dich zu. Ich höre gerade eigentlich raus, nee, du aber bist Fan. Ich weiß schon, was sie sagen will. Nee, aber ich okay, höre gerade. Echt? Erzähl mal. Wirklich? Bitte, bitte weiter mal. Okay, wenn es nicht so ist, dann nehme ich es auch zurück. Okay, gut, das wäre doch schön. Was ich sagen will, ist, ihr ruft mit dieser Figur Layla noch zwei Ebenen auf, die euch, glaube ich, nicht bewusst sind, wie das gelesen werden kann von Leuten, die sich eben mit kulturellem Output und deren Aussagen über gesellschaftliche Realitäten befassen. So. Layla ist eben nicht Annegret und Sabine. Das heißt, wir haben es ja vermutlich mit einer Frau zu tun, in dieser Erzählung, ja, nur diese Welt. Wir gucken uns nur diese Welt an, die strukturell von Rassismus betroffen ist. Und das Zweite ist, euer Video ist auch super interessant tatsächlich. Darüber wurde fast gar nicht diskutiert. Weil wer ist diese hauptdarstellende Person? Ein Mann. Ist das Drag? Ist das LGBTQ+? Ist das eine Transfrau? Wenn ja, wie verhaltet ihr euch zu der? Mhm. Ist das eine Persiflage auf wen eigentlich so? Mhm. Und in das Thema Transmisogynie und das Thema Rassismus sind zwei Themen, die in dem ganzen großen Komplex Sexarbeit eine große Rolle spielen, wo ich mir wünschen würde zu sagen, ich würde euch das alles glauben, dass ihr das voll gut meint, wenn ich sehe, dass ihr einen Teil der gescheffelten Cola in die gewerkschaftliche Unterstützung für rassifizierte, transgeschlechtliche Sexarbeiterinnen gebt. Moment, verstehe ich dich richtig? Du hättest kein Problem mit dem Song Layla, wenn er was spenden würde? Wenn ich um ihre Intention wüsste. Mhm. Und wenn ich wüsste, dass sie sich tatsächlich aufrichtig an die Seite von Prostituierten oder von Sexarbeitern stellt, weil du gerade sagst, wir stigmatisieren Prostitution mit unserer Position, tun wir nicht. Mhm. Ich solidarisiere mich mit denen, ich fände es voll geil, wenn ich das von euch auch wüsste. Also, bitte. Ich bin zu Recht einen Schritt zurückgegangen. Ich wusste, dass du von Layla auf irgendwelche südländischen, möglicherweise arabischen Namen ableitest. Es ist viel, viel einfacher. Layla reimt sich auf Geiler. Ja, das ist mir schon klar. Danach kamen Songs wie Jutta, Laylas Mutter, übrigens nicht aus unserer Feder. Mhm. Da gibt es halt Dutzende Sachen, also Beispiele für sowas. Das hat also wirklich überhaupt nichts mit der Herkunft dieser fiktiven Layla zu tun. So, das Zweite war, weil eben die Jungs, DJ Robin und Schürze, die den Song übrigens geschrieben haben, ich bin nicht der Urheber, die beiden haben diesen Song geschrieben und die haben dann in diesem Video einen guten Freund die Layla spielen lassen, um auch nochmal zu verdeutlichen, ey, das ist einfach nur eine Spaßnummer. Da soll niemand irgendwie herabgewürdigt oder, keine Ahnung was, gedemütigt werden, weil er jetzt irgendwie als Transgender irgendwas, ich will nichts Falsches sagen, jetzt irgendwie eine Puffmama spielen muss. Sondern es ist einfach nur ein Spaßvideo gewesen. Und dafür steht eigentlich Mallorca in dem Sinne sowieso. Es gibt Frauen auf Mallorca, die feiern gehen, die haben sich dann Layla irgendwo hin tätowiert, weil sie das eben so feiern, weil sie eben auch schöner, jünger, geiler sind. Das ist eine Anmach-Etikette gewesen dieses Jahr. Also da steckt viel, viel weniger dahinter, als du uns jetzt unterstellen magst. Genau, das ist ja das Problem, dass da so wenig dahinter steckt. Ja? Ich sage ja nicht, dass ihr böse Intentionen habt. Ich sage ja nicht, dass ihr gesagt habt, die können wir irgendwie einen rassistischen, transmisogynen Twist da reinbringen. Das ist mir schon klar. Ja. Ganz ehrlich, so viel Bösartigkeit trau ich euch nicht zu. Nein. Aber gerade weil ihr das nicht seht, das ist ja, worum es mir geht, es ist hochgradig nicht sensibilisiert. Nicht mal unsensibel, sondern nicht sensibilisiert. In einem Punkt würde ich gerne widersprechen, weil du sagtest, die ganz breite Masse sieht das so wie du und wir gehen immer mehr in diese Richtung und alle sind sensibel, außer ihr. Ihr seid Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich finde, gerade Layla hat das komplette Gegenteil gezeigt. Die breite Masse hat wirklich gesagt, warum regt ihr euch auf? Und ein paar wenige haben meiner Meinung nach sehr überempfindlich auf dieses Lied reagiert. Nein, ich habe nicht gesagt, ich habe gesagt, dass sich in der Gesellschaft bestimmte Prozesse abbilden, wo es darum geht, dass Leute sich sensibilisieren für Fragen rund um Macht und Diskriminierung. Dann nehmen wir doch den Punkt mal auf. Du kommst sofort dran, aber ich muss kurz auch mal Nathalie wieder reinholen. Wenn das mag ja so sein, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Wir hören heute auch andere Songs als vor 20 Jahren. Wir sehen auch andere Fernsehsendungen als vor 20 Jahren. Dass eine Gesellschaft sich weiterentwickelt und offenbar sensibler wird für verschiedene Ismen, ist ja eindeutig, das ist ja relativ klar. Glaubst du dann, da hat Zuki vielleicht auch einen Punkt, wo du sagst, ja stimmt, man sollte heutzutage ein bisschen mehr drüber nachdenken, was man so veröffentlicht? Möglicherweise wird die Gesellschaft auch einfach ein bisschen prüder. Denn mit den Beispielen, die du eben genannt hast, es gibt ja auch einen anderen Song, Sperrbezirk und Rosi, das gibt es ja schon seit Generationen. Jetzt sagst du, ja gut, damals hat man da eben keine Sensibilität für gehabt und die muss man heute haben, aber genau da würde ich dann gerne einhaken wollen. Dann hat ja dieses Lied, und da stimme ich dir absolut zu, höchstwahrscheinlich völlig unbeabsichtigt genau eigentlich dein Ziel erreicht, nämlich eine Debatte angestoßen. Und ich muss sagen, als Juristin fände ich es auch ganz schwierig, ein generelles Verbot auszusprechen. Denn wo fängt man an, wo hört man auf? Dann müsste man auch sofort Instagram löschen, denn
da geht es ja um gar nichts anderes, als seine Schönheit zu präsentieren und zu präsentieren, wie man aufs andere oder möglicherweise gleiche Geschlecht wirkt. Jetzt, Suki ist nach vorne gegangen, weil ich glaube, da seid ihr euch einig, dass es da auch problematisch sein kann. Aber dann nochmal die Frage, die Suki aufgeworfen hat. Eine Gesellschaft verändert sich. Wir trennen uns immer wieder von irgendwelchen Dingen, die wir einfach heutzutage nicht mehr so machen wie vor 30 Jahren. Ist das vielleicht einfach ein normaler, sagen wir mal, Fortschrittsgedanke, dass man auch immer mehr auf Minderheiten achtet in einer Gesellschaft? Immer noch viel zu wenig, aber ein bisschen mehr, sodass man sich auch als Schlagerproduzent vielleicht mal den Gedanken macht, ich kann ja vielleicht den Partyschlager auch bringen, ohne das Schlüpfrige in Anführungszeichen. Es geht, also es gibt Songs, die das schon bewiesen haben. Atemlos ist eine super geile Nummer. Die ist auch übrigens sehr doppeldeutig, wenn du mal zwischen die Zeilen hörst. Ja, ist es, das verstehe ich auch. Hula Palu übrigens auch. Ja, auch das weiß ich. Allerdings ist es nicht so ins nicht Gesicht. Nicht so offensichtlich, meinst du? In your face, ja, aber das in your face wie halt Laila. Also ich bin der festen Überzeugung und ich habe während meiner Doktorarbeit, ich habe tagelang Schlager gehört. Ich bin der Meinung, dass man gute Schlager machen kann mit guten Texten. Aber wer entscheidet, ob es gut ist oder nicht? Das ist dein Geschmack. Aber ich finde zum Beispiel Dicke Titten Kartoffelsalat extrem lustig. Das ist ein schönes Beispiel. Eine Spaßnummer, wo es auch in den Strophen um irgendeinen Wal geht und irgendwelche lustigen Sachen, die passieren und Klaus und Klaus und keine Ahnung was. Ein quer komplett zusammengewürfelter Text. Und der Refrain ist immer Ole, Ole, Dicke Titten Kartoffelsalat. Und das ist halt der Unterschied zu Rammstein-Dicke Titten. Du lachst. Ja, weil es halt vollkommen absurd ist. Weil man eben das auch einfach mal so im Raum stehen lassen kann. Und damit möchte ich keine Dame hier im Raum irgendwie herabwürdigen. Oder irgendwie, es ist ja eigentlich eher eine, wie soll ich sagen, ein Kompliment. Aber, ja. Nicht mal. Steht zur Debatte, würde ich sagen. Aber Marina, ist doch ganz interessant, dass du hast dich ja damit wissenschaftlich beschäftigt. Du hast tagelang Schlager gehört. Ja. Hörst du da eine Tendenz raus, dass Schlager übers Schlüpfrige hinausgehend sexistischer sind, als sie sein könnten? Also mein Forschungsgebiet sind Popschlager, also so Vanessa Mai, Andrea Berg, Helene Fischer, die Ecke. Und mit Mallorca-Schlager habe ich mich nur etwas weniger beschäftigt, also im Rahmen von einer kleineren Forschungsarbeit. Ich muss sagen, dieser Popschlager, der geht in eine interessante Richtung, weil da werden teilweise jetzt Themen aufgegriffen, die eher so ein bisschen antidiskriminierend sind. Zum Beispiel die erste deiner Art aus Helene Fischers neuem Album ist eine feministische Hymne. Und da werden auch irgendwie völlig neue Themen verhandelt und auch in Musikvideos völlig neue Sachen gezeigt. Es gibt auch so Songs wie Anders ist gut von Michelle und so weiter. Aber der Mallorca-Schlager ist so ein bisschen gestrig, was das Menschenbild angeht. Grundsätzlich finde ich es wirklich super, dass wir in der Gesellschaft genau die Richtung gehen, dass wir immer mehr Akzeptanz zeigen, dass wir auch solche Themen auch ansprechen wie Antirassismus, das ist ja schon immer präsenter, das war es ja vor ein paar Jahren noch nicht. Ich finde aber unsere Gesellschaft extrem überempfindlich. Man hinterfragt alles, man hat schon Angst, irgendwas zu sagen, weil man denkt, das könnte irgendwo jemandem politisch anecken. Ich finde, es wird sehr oft nach Problemen gesucht, wo keine sind. Ich finde jetzt bei unserem Beispiel, da haben wir doch wirklich schlimmere Probleme auf der Welt, in Deutschland, was Rassismus und Sexismus angeht, als ein Lied, wozu tausende Menschen feiern. Was sagt ihr eigentlich? Hat Partyschlager ein echtes Sexismusproblem oder verstehen die anderen einfach den Humor nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich würde gerne ganz kurz an dem roten Faden bleiben. Also du hast gesagt, du hast den Eindruck, der Mallorca-Schlager sei im Vergleich auch zu anderen Musikrichtungen, die so ein bisschen am Aufweichen sind, gestriger. Kannst du das nachvollziehen? Gestriger finde ich überhaupt nicht, also eher im Gegenteil. Ich finde, wir sind sehr modern geworden. Vielleicht nicht von den Texten großartig abgerückt, was die Themen angeht, weil das nun mal das sind die Themen, die dort mitgesungen und gegrölt werden. Darüber braucht man, glaube ich, gar nicht streiten, was ist das immer alles? Gibt es mehr Songs über Frauen als über Männer, deiner Meinung nach? Oder es gibt dadurch, dass Mallorca natürlich auch sehr männerlastig ist, was jetzt die Künstler angeht. Ne? Also die meisten, die dort auftreten, sind eben Männer. Ich würde mal sagen, 85% sind männliche Interpreten. Die singen natürlich nicht über dann Männer in dem Fall, sondern singen natürlich meistens über Frauen. Dementsprechend gibt es mehr Songs von Männern über Frauen. Es gibt aber auch die Ärzte, die Männer sind Schweine gesungen haben, was übrigens im Radio auch hoch und runter lief, wo sich auch keiner großartig darüber beschwert hat. Und von daher finde ich, wir gehen sogar mit der Zeit, gerade was den Sound angeht. Wir sind sehr modern geworden, was Ballermann und Schlager und Partymusik angeht. Textlich haben wir halt einfach, sind wir begrenzt auf unsere Themen. Die gehen ums Tanzen, ums Feiern, ums Alkohol trinken, natürlich auch um Flirten und Liebeleien. Und das hat immer funktioniert und das wird sich auch immer weiter in unserem Genre durchsetzen.
Jetzt sind die Ärzte vielleicht, muss ich dir, glaube ich, einmal widersprechen. Ich glaube, Männer sind Schweine war als emanzipatorische Hymne gedacht. Mhm. Und sie haben ja nun auch sehr klar schon mehrfach jetzt gesagt, manche Lieder spielen wir einfach nicht mehr, weil wir sagen, hey, das sind die aus dem letzten Jahrtausend. Wir spielen jetzt andere Songs, also zum Beispiel die Fette Elke spielen sie seit Jahren nicht mehr, weil sie sagen, hey, machen wir nicht. Bodyshaming brauchen wir nicht mehr. Und da kommt ja genau der Vorwurf quasi von der Seite her, dass man sagt, vielleicht habt ihr diese Sensibilität einfach noch nicht mitgenommen, die vielleicht andere Bands schon an den Tag legen. Das, wenn ich euch richtig verstehe, ich will euch nichts in den Mund legen. Ja, ich in der Tat, also und auch nochmal, dass du das als überempfindlich empfindest, ist, also leuchtet mir auch ein, weil du von vielen Dingen, die sozusagen von Leuten kritisiert werden, die dafür sensibilisiert oder dafür sensibilisiert sind oder davon betroffen sind, davon bist du nicht berührt. Das ist nicht deine Welt. Also kommt es für dich völlig, was wollen die Leute? Du weißt ja gar nicht, ob das meine Welt ist. Naja, du weißt nicht, ob ich früher vielleicht auch gemobbt wurde. Darum geht es nicht. Es geht um strukturelle Fragen. Es geht um Fragen von bestimmten Privilegien. Ich habe keine Privilegien. Bitte? Ich habe keine Privilegien. Keine Privilegien? Ich habe keine Privilegien. Als weiße, schlanke, cis-geschlechtliche, heterosexuelle Frau hast du dieser Gesellschaft keine Privilegien. Ah, wenn du das jetzt vergleichen möchtest. Ja, natürlich. Das ist ja, worum es geht. Mit Menschen mit einer körperlichen Behinderung oder so. Natürlich bin ich da privilegiert, dass ich gesund bin und fit und so. Aber jetzt im Vergleich zu, es gibt Frauen mit einer großen Oberweite, die vielleicht gemobbt werden und ich nicht. Also ich habe meine eigenen Dinge, mit denen ich auch klarkommen muss. Das nimmt ja auch niemand, aber du wirst bestimmt wegen bestimmter Dinge, um die sich Menschen kümmern, die diesen Song kritisieren oder die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wurde, kritisieren, von denen bist du nicht betroffen. Das sind nicht deine gesellschaftlichen Schwachpunkte sozusagen. Ja? Darum geht es, deine persönliche Geschichte spielt keine Rolle. Mir geht es um strukturelle Fragen, die ganze Zeit. Mir geht es nicht darum, wer jetzt den Text gut findet oder nicht gut findet, im Speziellen, im Einzelnen finde ich. Es geht mir nicht um gut oder schlecht. Es geht nicht um ästhetische Fragen. Es geht nicht darum, irgendwie finde ich, das hören nur dumme, besoffene Leute oder so. Das würde ich für klassistisch halten, das so zu labeln. Mir geht es darum, welche Realitäten, gesellschaftlichen Realitäten stecken in diesem Song. Okay, dann dürfen wir auch keine Blondinenwitze mehr erzählen. Da bin ich dann tief von betroffen. Ja, okay, cool. Aber selbst da kann ich drüber lachen. Weil herzlichen Glückwunsch. Das ist wieder das individuelle Ding. Ich rede von Strukturen. Ich finde die Idee, Frauen mit blonden Haaren grundsätzlich für dumm und lediglich fickbar zu erklären, in einem Haha-Moment irgendwie nicht so geil. Aber wo fängt man denn da an und wo hört man auf? Genau. Wovon unsere Gesellschaft, die ja über Jahrzehnte lebt, ist, dass man eine Meinungsfreiheit hat und eben auch eine Kunstfreiheit. Und wer entscheidet denn deiner Meinung nach, wer sich alles angegriffen fühlen kann und wer nicht? Grundsätzlich bin ich bei dir. Es gibt viele Dinge, die man nicht sagen kann und sollte und auch nicht in Texten verarbeiten sollte. Aber ganz konkret dieses Lied, dann lässt du ja wirklich der Zensur alle Türen ganz weit offen. Und letztendlich würde das ja dann möglicherweise dazu führen, dass es gar keine Lieder mehr gibt. Das, was du eben sagtest, sich ganz viele Leute eben schon vorab fragen, kann ich das veröffentlichen oder lieber nicht? Wenn es doch aber Attribute sind, die grundsätzlich positiv belegt sind. Es ist ja nicht negativ, wenn man jung ist, dann würde es oder hübsch ist. Aber das bedeutet doch immer, dass es eine Machtachse ist. Da, wo schön ist, ist auch hässlich. Da, wo alt ist, ist auch jung. Boah, so kompliziert will ich gar nicht denken. Ja, genau. Ich halt leider schon. Halt deswegen, mir geht es nicht um Prüderie. Meine Szene ist die queer-feministische Rap-Szene, die gezeigt hat, dass Rap nicht das bleiben muss, was wir anhand von Flair, Capital Bra und so weiter tausendmal durchhaben. Da gab es eine Veränderung. Rap ist nicht ausgestorben. Es haben sich nur Räume aufgetan, wo Leute nicht Angst vor Zensur haben, sondern Bock drauf haben zu überlegen, Moment, wie kann ich den Song so machen, mit einem Bekenntnis zu einem antidiskriminierenden oder nicht diskriminierenden Inhalt, dass wir alle Spaß haben, ohne dass ein paar Leute darunter in irgendeiner Form, auch in einer abstrakten Form, strukturell leidtragend sind. Wenn ich jetzt, also zitiere nochmal einen Kollegen von mir, eben Ecke Hüftgold, aktueller noch Hit, eigentlich schon von letztem Jahr, ich schwanke noch. Ich überlege, mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. Ist ja eigentlich erstmal eine lustige Zeile. Diskriminieren wir jetzt damit Alkoholiker? Ist das jetzt, fühlen sich jetzt Alkoholiker, die eben davon Abstand nehmen müssen? Okay, du bist auf der Suche nach der Grenze. Wo ist jetzt die Grenze da? Kannst du das nachvollziehen, Konstantin, dass er sagt, jetzt machen wir einen Song über den Schwankenden zum Beispiel? kann ernsthaft jemand sein, der sagt, ich habe ein Alkoholproblem, ich finde es gar nicht lustig, dass ihr solche Songs macht. Was antwortest du ihm? Diese Befürchtung auch von Überempfindlichkeit und man kann überall irgendwie Emotionen verletzen,
Kann ich in einem gewissen Umfang nachvollziehen, weil, glaube ich, unsere Gesellschaft gerade sehr, sehr dynamisch ist, sich sehr vieles verändert. Wir zum Glück auch nicht mehr Werte vertreten wie jetzt noch in den 80ern und da irgendwie eine einfach sicherlich auch aufgrund des Internets irgendwie sehr viel Tempo einfach reinkommt. Aber für all das gibt's Fachmenschen, die sich damit auskennen. Es gibt objektive Kriterien zum Beispiel auch dafür, was ist Sexismus oder was nicht. Und ich glaube schon, dass man, wenn man sich da so unsicher ist, dann ist es gut, wenn man das irgendwie auch benennt und sich dann vielleicht auch einfach mal irgendwie bei anderen Leuten irgendwie rückspricht und zusammen überlegt, ist das jetzt was Leute verletzen kann oder was nicht. Wir reflektieren ja alle auch immer wieder. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt auch nicht als totalen Neinsager hier wahrnehmt. Da kommt schon immer irgendwas dann an und man denkt da 2-3 Mal drüber nach. Aber wie gesagt, normal, es ist halt wirklich sauschwer. Und ich zitiere jetzt noch einmal, ich hoffe, ich zitiere es richtig, Bully Herbig. Also der wurde jetzt zu der Winnetou-Debatte gefragt. Und der hat dann gesagt, ich könnte heute nicht mehr oder ich würde oder ich werde, ich will nichts Falsches sagen, kein Schuh des Manitou mehr drehen, weil es ist nicht möglich, weil man an jeder Stelle nachdenken muss, kann ich jetzt doch diesen Witz bringen oder ist das jetzt nicht mehr so? Das geht auch mit den alten Otto-Filmen, ist das übrigens auch so. Was ich jetzt sehr anstrengend übrigens das auch. Das ist wirklich, Film. Und das zerstört eben ein Stück weit dann am Ende auch die Kunst. Also das ist so, ich finde diese Grenze zu ziehen unfassbar schwer, auch für uns. Ich glaube, wir sind jetzt an dieser Stelle angelangt, wo wir vielleicht, wir nennen es eigentlich immer Kompromissrunde. Das ist in diesem Fall, finde ich das ein bisschen össelig, weil wir können uns jetzt darauf einigen, wir sind alle gegen Sexismus und gehen alle einen Schritt vor, okay, aber das ist vielleicht nicht das Richtige. Vielleicht können wir irgendwie mal Ideen finden, ihr unter euch in eurer Gruppe, wie ihr die andere Seite noch ein bisschen aufeinander zubewegt. Vielleicht mit ganz konkreten Beispielen. Also Suki macht bei der Textarbeit bei deinem nächsten Song ein bisschen mit. Beispiel, ich mache ein Beispiel. Konstantin lädt Easy aufs nächste Volksfest nach Würzburg ein. Ihr beiden unterhaltet euch über illegal und legal und legitim und illegitim. Keine Ahnung, ich werfe jetzt irgendwas in die Runde rein. Vielleicht fällt euch ja noch was viel Besseres ein. Wo die anderen sagen, okay, komme ich nochmal auf dich zu. Ja, wollen wir es probieren? Wenig überraschend ist es natürlich bei dieser Diskussion nicht ganz so einfach, einen wirklichen Kompromiss zu identifizieren, denn über manche Sachen ist man sich einig, bei anderen Sachen hat man komplett andere Meinungen. Frage an euch, wie würdet ihr denn die beiden Gruppen näher zusammenbringen? Also was müsste passieren, dass wir auch in Zukunft diese Art Diskussionen noch konstruktiver führen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. So. Wer möchte gerne anfangen? Habt ihr eine Idee, wie ihr die Grünen näher zu euch zieht? Wir haben uns überlegt, dass es wichtig wäre, da schon auch mehr aufeinander zuzugehen, vielleicht auch mal aufzuzeigen, dass es eben kein Einzelfall ist, sondern dass quer auch durch alle Musikgenres Sexismus ein Problem ist und aber auch zu zeigen, was das bei Menschen, bei Frauen, die Sexismus oder sexuelle Gewalt erlebt haben, auch auslösen kann. Also was für Emotionen verursacht das in Betroffenen, um einfach auch zu verdeutlichen, wenn man selbst noch keine Erfahrung zum Glück mit Sexismus gemacht hat, was das bei anderen Menschen auslösen kann. Und in welcher Form? Zum Beispiel einfach miteinander zu reden, einfach ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man sich austauscht und da einfach auch Erfahrungen von anderen Menschen hört. Ich bin ähnlich wahrscheinlich wie ihr gerade, ich bin ein bisschen ratlos. War das jetzt eine Aufforderung, ein Vorschlag? Hey, pass auf, wir haben da Betroffene, die gerne darüber sprechen würden mit euch? Oder also, weißt du? Ich glaube, so druckreif waren wir nicht. Okay, nee, ist ja auch nicht dramatisch. Hätte ja sein können, dass ihr sagt, wir hätten den Vorschlag zu machen. Vielleicht habt ihr ja nicht nur Interesse daran, euch soundästhetisch weiterzuentwickeln, sondern auch noch inhaltlich einfach weiterzuentwickeln, zu gucken, muss es immer so bleiben? Gibt es Schritte in irgendeine Richtung, die... Und wenn es nur wirtschaftliche Gründe sind, irgendwie ja, einfach sich progressiver und offener zeigen und so die Bockigkeit rauszunehmen, zu sagen, nee, wir sind halt so, ciao. Und zu gucken, da befassen sich ja Leute mit, die Daten sind ja da. Die Auseinandersetzung mit sozialen Milieus, in denen der hier gut funktioniert, der Partyschlager, ja, und es richtig knallt. Und wir wissen zum Beispiel, dass Oktoberfest und so weiter, dass es eben sehr wohl, auch dazu gibt es Zahlen, dass das Milieus sind, dass das soziale Settings sind, in denen sexualisierte Gewalt relevant ist tatsächlich so. Und einfach sich nur mal so ein bisschen das Bild zu verschaffen. Habt ihr Bock, euch darauf einzulassen und zu sagen, ja, ich wenigstens mehr informieren schadet nicht?
Oder sagt wir sehen nicht? Halt keinen Sexismusvorwurf in unseren Songs. Wir sehen es ja nicht. Für uns ist es kein Sexismus. Für uns beleidigen wir niemanden. Für uns diskreditieren wir auch nicht die Frauen. Für uns würden wir es so sehen, dann würden wir hier ganz anders reden. Aber ich sehe es nicht ein, meine Texte zu ändern oder unser Party-Genre. Ja, jetzt ging es ja erstmal nur um Informationen. Es ging ja nicht darum, dass du dich als Künstlerin ändern sollst, sondern erstmal. Nee, ich weiß, habe ich schon verstanden. Aber da wir da gar kein Problem drin sehen, sehe ich auch gar keinen Handlungsbedarf. Dominik? Ja, ich bin immer für Informationen. Also habe ich ja auch schon vorhin, deswegen bin ich auf einen Schritt nach vorne gegangen, weil ich versuche schon oder wir wollen schon gerne über den Tellerrand gucken als Produzenten und uns dann das zumindest mal anschauen, auch wenn ich grundsätzlich inhaltlich bei Easy bin, dass ich es halt sehr, sehr pingelig finde und sehr kleinlich. Aber warte mal, vielleicht hat ja die Gegenseite auch noch was vorzutragen, wo ihr sagt, Mensch, auch raus. Haha, bitte. Haben wir, glaube ich, tatsächlich nicht, weil nee, wir kommen da, glaube ich, schwer zu. Ich lade Suki, du schreibst ja selber. Hast du ja gesagt, ne? Du schreibst doch selber. Ich mache Musik, ja. Lade ich dich herzlich ein, dich mal mit dem Thema Partyschlager auseinanderzusetzen und dann einen vollkommen neutralen Text-Song für uns zu schreiben, gerne auch nur die Lyrics, den wir dann veröffentlichen, gerne auch mit dir als Interpret. Und du darfst ihn auf der Megapark-Bühne bestimmt performen. Du darfst ihn dann auf Mallorca performen. Es war mein Kompromissvorschlag und jetzt wird es richtig groß. Und dann schauen wir mal, wie erfolgreich das wird. Also open-minded. Okay, also das ist jetzt ein ernst gemeintes Angebot. Ja, ihr beiden stellt euch zusammen in ein Studio und baut einen Song. Habe ich richtig verstanden? Ja, das Angebot steht. Okay. Danke fürs Angebot. Natürlich mich interessiert. Das heißt nicht, also ich bin ja als trockene Trinkerin, weiß ich nicht, ob ich bei euch feiern kann. So. Aber wir können auf jeden Fall gerne uns ins Studio begeben. Ohne Alkohol, ohne vermeintlichen Sexismus. Aber Party. Aber Party vom Feinsten. Big time. Und du gehst mir nicht in die Lyrics? Ich darf die so schreiben, wie ich die schreiben würde? Ihr könnt ja jetzt Co-Autoren sein, Co-AutorInnen. Geht das? Wenn die Lyrics geil sind, dann geht da auch keiner dran. Das ist aber, ich will jetzt auch wirklich hier nicht der Kompromissonkel sein, der irgendwie am Ende hier Soße drüber legen will, aber ihr könntet jetzt durchaus einen Schritt aufeinander zugehen, weil das ist schon krass, wenn ihr vielleicht sogar zusammenarbeitet. Wenn ich für meine Arbeit bezahlt werde, ja. Was los? Arbeitest du umsonst? Niemals. Gut, ich auch nicht. So sieht's aus. So, vielen, vielen Dank. Wir sind an einer Stelle angekommen, die irgendwie weird auch ist, aber auch irgendwie ziemlich gut. Genau, ich wollte halt irgendwie ein Zeichen setzen und Suki halt anbieten, da sie ja auch also eine Musikerin ist und selber Songtexte schreibt, es uns doch einfach mal zu zeigen, wie man so einen Song letztendlich theoretisch auf Papier bringen könnte. Und habe mich dazu bereit erklärt, gegen Bezahlung, gegen Lizenzen und GEMA und was man da so alles macht, da was irgendwie auf Spotify zu ballern. Schauen wir mal. Genau, finde ich auf jeden Fall mega großzügig. Vielen Dank fürs Angebot. Ich glaube, wenn wir das einigermaßen unbeschadet überstehen, hätten wir eine Menge geschafft. Ich neige nicht zum Kuschelkurs und zum Schulterschluss, nur weil es sich kurz gerade ganz okay anfühlt. Also das nimmt meiner feministischen Radikalität an der Stelle nichts. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal eine echt wirklich erstaunlichen Move. So. Danke dafür. Also mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Es war für mich auch interessant, mal andere Meinungen zu hören. Also ich bin auch wirklich jemand, der andere Meinungen gut akzeptieren kann und nicht sagt, nur was ich sage und ich denke, ist richtig und alles andere ist falsch. Dennoch bin ich von meinem Standpunkt und meiner Meinung jetzt nicht überstimmt worden oder umgestimmt worden, sondern ich bin immer noch da, wo ich vor der Sendung auch war. Ich fand es auch sehr interessant, auch einen Einblick in diese Mallorca-Welt zu haben. Und ich muss aber sagen, ich hätte mir so von der Gegenseite ein bisschen mehr Empathie gewünscht oder ein bisschen mehr Bewusstsein so für Diskriminierungserfahrungen oder so. Ihr müsst keine politischen Songs machen, aber so ein bisschen, ja, vielleicht mal darüber kurz gucken, okay, wen diskriminieren wir gerade? Das würde ich cool finden, aber ich respektiere diese Welt und ich respektiere diese Arbeit und ich weiß, dass ihr echt einen tollen Job macht, jeden Tag, um Leuten Spaß zu machen. Dankeschön. Herzlichen Dank, dass ihr euch beteiligt habt an dieser Debatte, auch wenn sie wirklich nicht immer einfach ist. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass das ein oder andere Rädchen in Bewegung geraten ist. Und das ist schon mal viel mehr als gar nichts. Herzlichen Dank dafür. Das waren 13 Fragen. Danke. Danke. Wir werden derlei Diskussionen mit Sicherheit auch in Zukunft führen, fürchte ich. Und hoffe ich, denn dass wir in unserer Kulturlandschaft ein bisschen weniger Sexismus und Rassismus haben als vor 20 Jahren, ist ja auch solchen Diskussionen geschuldet, zumindest wenn sie mit einigermaßen Respekt geführt werden und nicht missbraucht werden als Trittbrettfahrerdiskussion für den ganz großen Kulturkampf. Wie immer gilt, atmen hilft. Wenn euch 13 Fragen gefällt, dann abonniert unseren Kanal Unbubble, das könnt ihr hier tun. Hier oben findet ihr eine weitere Folge 13 Fragen und hier ein weiteres Video zum Thema.